Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Disney Dreamlight Valley. Und ihr habt's richtig gesehen, dass irgendwas passiert. Oh mein Gott, es ist irgendwas passiert. Wir müssen da schnell hin. Zum Glück ist es nicht weit von uns zu Hause, ne? Was ist hier passiert? Die Höhle ist offen. Zeit. Na, sieh mal einer an, wenn das nicht Trouble ist. Es ist viel zu lange her, seit du zuletzt zu Besuch gekommen bist. Ich dachte schon, du würdest mich hier für immer gefangen lassen. Ah, du erinnerst dich also an mich. Vor dem Vergessen warst du einer meiner treuesten Assistenten, als ich über dieses ganze Tal herrschte. Das bezweifle ich. Na schön, wenn du darauf bestehst, du herrschst über den Rest des Dorfes. Aber was die sonnige Ebene betrifft, weiß jeder, dass ich der rechtmäßige König bin. Natürlich lohnt es sich nicht, hier zu herrschen. Seit der Fluss ausgetrocknet ist. Was ist mit dem Fluss? Ich kann nur vermuten, dass irgendetwas ihn blockiert. Und das Land ist so ausgetrocknet, dass es keine Beute mehr gibt. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Die Macht innerhalb der Säule der Pflege ist erloschen. Und jetzt liegen alle möglichen lästigen dunklen Kräfte in der Luft. Wenn das nicht bald behoben wird, wird die ganze Ebene zu einem trockenen Ödland. Und das Tragische ist, es ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Was? Ja, das alles begann, als du das Tal verlassen hast. Aber vielleicht könntest du es mit meiner Hilfe in Ordnung bringen. Warum ist die Säule ausgetrocknet? Weil sie mit dem Fluss verbunden ist, der durch die Ebene fließt. Ohne Wasser ist die Säule völlig kaputt gegangen. Und sie scheint mit allem Leben auf der Ebene verbunden zu sein. Wenn eine aufblüht, tut die andere es auch. Aber wenn eine kaputt ist... Sie sind also miteinander verbunden. Versorgen sich gegenseitig mit Energie. In einem Gleichgewicht, fast wie eine Art... ewiger Kreis. Pfui. Ja. Aber sag diesen Satz nie wieder in meiner Gegenwart. Der ganze Ärger begann, als etwas den Fluss blockierte. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte... Aber ich weiß, dass es zur gleichen Zeit wie das Vergessen begann. Und nicht lange danach fielen diese verfluchten Felsen auf mein Versteck. Seitdem bin ich hier drin gefangen. Nun, war das nicht auch, als du das Dorf verlassen hast? Das ist nicht meine Schuld. Ah, Trouble, jeder weiß, dass es so ist. Aber wenn du das alles in Ordnung bringst, könntest all die Probleme, die du verursacht hast, wettmachen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Muss ich denn alles selber machen? Finde raus, was den Fluss blockiert. Das Wasser kommt aus den Tiefen der Vitalis-Minen, unterhalb der Klippen auf der sonnigen Ebene. Es gibt Minen unter den Klippen? Es wurde dort abgebaut. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, denn es hat keinen Wert für mich. Durchsuche die Minen, bis du das gefunden hast, was den Fluss blockiert. Dann. Und vergiss diesen Teil nicht. Behebe es. Nur dann wirst du mein Reich wieder zum Leben erwecken und dir meine Gunst wieder verdienen. Na, dann gehen wir mal in die Minen. Gott, bloß er folgt mir jetzt. Oh mein Gott. Also hier sind irgendwo Klippen unter den... Achso, ich darf jetzt so einfach ins Wasser. Okay, da ist jetzt einfach so eine Mine aufgetaucht. Kann man machen. Schön, dass es hier einen neuen Bereich gibt. Den man sich wahrscheinlich sogar verirren kann. Oh. Gibt es schöne Sachen? Da kann ich nichts machen. Hier kann ich jedenfalls ein paar Steinchen kloppen. Sammeln wir mal alles ein. Sehr eng hier, aber es geht. Na.
Das ist schön, dass jetzt hier so welche Minen eingeführt haben. Wenn die dann auch noch so, ich sag jetzt mal, unendlich tief gehen oder sowas, das wäre doch richtig schön, oder? Aber was mir schon mal so vorkommt, sie sind schon mal größer als alles andere, was wir bisher so in den Bereichen hatten. Oh, da kann ich noch was wieder abbauen. Ding hier, ne? Muss ich mal loswerden. Aber gut, was erwarte ich von einem Minenschacht? Weit und offen ist? Eigentlich weniger. Okay. Da komme ich schon mal nicht rüber. Das heißt also, muss ich wahrscheinlich außen rum. Münzen, Münzen, Münzen. Steine. Und die Truhe. Da komme ich gar nicht lang. Ich hätte jetzt auch außen lang laufen können, aber nee. Habe ich denn was zu essen mit? Meine Energie wieder auffüllt, ja. Damit ich diese Steine hier abbauen kann. Na schön, ich habe mich hier schon halb verlaufen. Finde ich gut. So, des Weiteren sollten einige Bugs behoben sein. So habe ich das gehört. Aber ich habe auch schon wieder gelesen, dass einige Sachen immer noch dazu führen, dass das Spiel abstürzt. Insofern, ja, sie mögen vielleicht einiges behoben haben, aber nein. Es ist noch nicht fehlerfrei, aber das ist auch, wie gesagt, man sollte denen das nicht vorwerfen. Es ist ja immer noch ein, auf Steam würde man sagen, Early Access Spiel. Befindet sich halt noch in der Entwicklung. Deswegen also nicht wundern, wenn es immer noch nicht reibungslos funktioniert. Also ich habe immer nicht das gefunden, was jetzt hier dafür sorgt, dass die Mine irgendwie kein Wasser mehr ausspeit. Außer vielleicht das blaue Zeug hier, aber da kann ich ja irgendwie nichts machen. Wieso wird es denn jetzt so gräulich? Ah, glaube ich, komme langsam Richtung Quelle. Okay, das Fenster schließt nicht. Das ist auch neu. Normalerweise hat er ja immer das Fenster geschlossen und jetzt macht er das in dem Bereich. Palmwedel als Zierde. Langsam wird es aber auch mit dem Essen ein bisschen eng, oder? Nur so ein bisschen, ne? Hm. Hier kann ich auch nichts machen. Ah. Oben. Wenn das Wasser blockiert ist, bitte lesen. Diese Nachtdornen werden immer schlimmer, aber mach dir keine Sorgen, ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Ich habe etwas von meinem Rotbier auf sie verschüttet und sie sind ein wenig geschrumpft. Wenn wir viel mehr Rotbier brauen könnten und einige dieser Bonbons verwenden würden, um es zum Schäumen zu bringen,
dann werden wir bestimmt alle los. Ich habe alle Zutaten in der Truhe im Lager gelassen. Ich hoffe nur, dass ich alles in dieses Fass bekomme, bevor mich das Vergessen auch erwischt. Durchsuche das Lager in der Vitalis-Mine nach den Zutaten. Das Lager. Moment, das war das Lager? Rootbeer. Okay. Rezepte. Suchen wir mal nach Rootbeer. Rootbeer. Was brauchen wir dafür? Das sieht aus wie Ingwer, Vanille und... Halt, warte. Was war das? Ingwer? Ist das Ingwer? Getrockneter Ingwer, ja. Dann komme ich da auch rüber. Muss ich jetzt ernsthaft wieder außen rum, nur mit Merlin zu reden? Oh Mann, das ist ein weiter Weg. Und es wundert mich gerade, dass gar nicht komplett mitgegangen ist. Diese faule Socke. Ich gehe rein und er verkrümelt sich, oder was? Krass, und das ist schon wieder respawned? Tatsache. Oh, hier kann man den ganzen Tag in der Mine verbringen. Ja. Schön. Achso, und hier komme ich nicht... Ah, also es war schon richtig der Weg, okay. Weil das Wasser wieder da ist, darf ich da auch rüber. Ach, das habe ich ja noch gar nicht repariert. Na gut, ist ja erstmal egal. So, dann gehen wir mal zu Merlin. Merlin, wo bist du? Gucken wir mal auf der Karte. Wo ist Merlin? Ach, der ist am Essen. Super. Ah, Merlin. Was machst du nur da oben? Wie Scar hier überhaupt nicht reinpasst. Ich vermute, dass du es mit einer anderen Sache zu tun hast, die du über das Schicksal des ganzen Dorfes entscheiden könnte. Aber ich nehme an, das gehört nicht für dich zum Arbeitsalltag dazu. Ich habe einen ganz gewissen mürrischen Löwen in dem riesigen Schädel auf dem Elefantenfriedhof gefunden. Ein Löwen? Du meinst doch nicht etwa Scar? Ja, genau. Er bat mich um Hilfe bei der Wiederherstellung der sonnigen Ebene. Sei sehr vorsichtig, mein Freund. Scar ist genauso heimtückisch wie Ursula. Er arbeitet nicht aus Freundlichkeit mit dir zusammen. Er verfolgt immer eigene Ziele. Hält sich für einen König und bin nur seine Hyäne. Ah, das ist typisch für ihn. Der aufgeblasene, faule, miese Täter. Von allen Schurken im Tal habe ich eine besondere Abneigung gegen Scar. Er weigert sich, meinen Namen zu lernen und besteht darauf, mich, der Schwätzer mit der spitzen blauen Feder am Kopf und der ungefliegten weißen Mähne, zu nennen. Ah, wirklich unhöflich. Also, was hat Scar dir erzählt? Er sagte mir, wenn ich die Säule der Pflege wieder zum Leben erwecken wolle, müsste ich die Blockade des Flusses in der Vitalis-Mine beseitigen. Vitalis-Mine, ach du meine Güte. Die hatte ich ganz vergessen. Ich ging hinein und erkundete sie. Sie sind... riesig. Das sind sie. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was dort abgebaut wurde. Der Fluss ist durch die Wurzeln einiger Riesennachtdornen blockiert, die von den Klippen herabgewachsen sind. Meine Magie scheint bei ihnen nicht zu wirken. Ich verstehe, ich verstehe. Nun, vielleicht könne eine profanere Substanz die Nachtdorn an der Wurzel beseitigen.
Ich habe eine Notiz gefunden, die jemand in der Mine aufgehängt hat. Ein paar Zutaten, die herumlagen. Ein paar prickelnde Bonbons und ein Rezept für ein Rootbeer mit extra viel Kohlensäure. Hervorragend. Das bedeutet, dass deine Arbeit bereits zur Hälfte getan ist. Bevor du kamst, gab es nur eine Möglichkeit, die Nachtdornen in Schach zu halten. Zuckerhaltige, kohlensäurehaltige Getränke. Hä? Wirklich? Vielleicht Rootbeer? Ganz... Meine Stimme... Meine Stimme. Ganz genau. Je schäumender, desto besser. Natürlich wirkt es nur bei den kleinsten, aber wenigsten giftigen Nachtdornen. Aber wenn du dieses Rezept verwendest, um ein besonderes schäumendes Rootbeer zu brauen und es mit den prickelnden Bonbons kombinierst, das könnte ausreichen, um das Problem an der Wurzel zu beseitigen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Rootbeer vorbereiten. Na, dann gucken wir mal. Könnte ich das... Das ist ja eigentlich eine Aufgabe, ne? Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Aber hab ich doch. Warum sagt er mir, ich hätte das nicht? Ich hab doch irgendwas. Okay, ich habe aber keine Vanille. Ach, Mann. Wo kriege ich denn jetzt Vanille her? Ich habe noch gar kein dunkles Holz und fruchtbare Erde auch noch nicht und ein Kristall auch noch nicht. Naja. Okay, das ist es nicht. Dann hier bei Zutaten. Sonnige Ebene. Oh Junge, heute ist es aber schön. Müssen alle hier so... Wie sagt man doch gleich? So nett sein. Müssen alle hier so nett sein? Ja, Scar, das müssen sie, Nervensäge. So, wo bekomme ich jetzt hier Vanille? Da zum Beispiel. Und da. Und da. Und da. Dann gehen wir mal wieder rein, weil rein theoretisch haben wir ja jetzt alles. Jetzt muss ich dann nur wieder ganz hinten hinlaufen, einmal außen rum. Ein bisschen Root Beer mit einem extra Spritzer Kohlensäure. Aber trotzdem, man muss sagen, die Minen sind wirklich sehr schön gemacht. Also die haben so wirklich... Schöner wäre natürlich gewesen, wenn die sich schön ergänzt hätten. In die Welt, also in Form von nahtlos. Aber ich glaube, wir haben hier gar keine Räume, die irgendwie komplett nahtlos sind. Ich glaube... Dieser eine Tempel, der unterirdisch war, der ist ja auch nicht nahtlos gewesen. So. Getrockneter Ingwer. Und das sollte eigentlich reichen. Rootbeer mit extra viel Kohlensäure. Here, man. That is my Rootbeer, baby. Möchte ich nicht sagen, dass es eine krasse Explosion war, was das Schäumen angeht, aber es war eine krasse Explosion, was das Schäumen angeht. Ich kehre zur sonnigen Ebene zurück, um zu sehen, ob der Fluss wieder fließt. Und prüfe, ob der Fluss wieder fließt.
Toll, jetzt dachte ich, kann ich eine Abkürzung nehmen? Nee. Da muss ich jetzt sagen, das finde ich schade. Jetzt muss ich schon wieder den ganzen Weg außen rumlaufen. Disney, was habt ihr euch dabei gedacht? Oder Gameloft? Muss ich den ganzen Weg hier zurücklaufen? Ist ja viel besser gewesen, wenn man hier jedenfalls im Kreis laufen könnte. Ja, aber wenn man im Kreis laufen kann, dann könnte der Spieler ja die ganze Zeit hier Mineralien einsammeln, ohne Pause. Weil es ja alles wieder so schnell respawnt. Nee. Lass mal schön hin und zurück laufen. Das macht mehr Sinn. Danke, Gameloft, danke. Oh nein, ich habe hier nichts übersehen. Das Schlimme ist, jetzt habe ich sogar gesehen, dass ich es bin. Oh mein Gott. Nun gut, dann würde ich sagen, reden wir in der nächsten Folge, folgen wir dem Vergessen und ja, in der Nähe des Elefantenfriedhofs durch das dunkle Portal. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.